Im Begriff Weltall drückt sich aus, dass es ein Unendliches gibt, in dem alles enthalten ist. Man sagt nicht Weltalle, sondern Weltall. Und das All, da ist alles drin. Ein Weltall soll also bezeichnen, es gibt die Welt und in die Welt ist ein Ausdruck von allem. Und letztlich, Yoga würde sagen, hinter dem ganzen Allem ist das eine unendliche, göttliche, die göttliche Wirklichkeit. Die Griechen nennen das Weltall auch ein Kosmos, etwas Geordnetes. In Indien gibt es den Ausdruck Dharma, das, was zusammenhält. Und die Inder sagen, das ganze Weltall ist zusammengehalten, Dhri, durch kosmische Gesetzmäßigkeiten, ist also ein Dharma, eine kosmische Ordnung.